Ihr möget mich stören, oder? Elion ist mir nicht bekannt, oder? Freundchen Spinste? Gelogen habe ich. Mir ist Elion bekannt, oder? Und ihr läuft davon. Da! Hey, warte gefälligst, wo zum Teufel ist Elion? Ja, was ich eigentlich jetzt kurz gucken wollte, ob ich eh nicht von irgendeinem Item schon ganz viel habe, so 99 oder so, weil die könnten wir dann irgendwann mal wandeln. 13, 36 G-Return, das ist toll. 56 Zaubersplitter, ja, das sind recht viel. Sehr viele Schrauben. Was passiert da? Oh, Freundschaft zu Shiva gestiegen, na okay. Ja, Forstreif braucht man nicht. Waffen, erste Ausgabe. Schön. Ja. Gunblade, Löwenherz. Schön. Toll. Was ich jetzt natürlich wieder vergessen habe, ich muss mich natürlich auch heilen mal wieder. Ne, nicht mit Kiros, genau. Hier mit Laguna. Na, und Ward hat leider gar nichts anzubieten. Jetzt gucken wir mal da zurück. Da kann ich gar nicht zurück. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir natürlich hier nach oben. Ach ja, der steht im Lift und wartet auf uns, okay? Also, wo ist Elion? Ihr wartet jetzt die ganze Zeit im Lift, mit dem ihr hättet ihn ruhig fragen können. Ihr seid mir ja, komische Leute. Hey, warte, sag mir, wo? Im O-Labor. Elion hält sich dort auf. Er meinte das Dünenlabor. Um dorthin zu kommen, müssen sie dies, dort, danach und darüber. Ich verstehe überhaupt nicht. Kiros, du machst das schon, okay? Ja, jetzt fahren wir alle damit. Es ist interessant. Wir sehen uns bald wieder. Viel Glück, passe sie auf sich auf, okay? Merkwürdige Dinge gehen vor sich. Wo sind wir hier? Hier sind wir doch richtig, oder? Es ist ein bisschen eigenartig. Ups, wo ist er denn geblieben? Ich denke, dass er uns gerade sucht. Was? Hä? Naja, normalerweise springt man nicht so aus dem fahrenden Wagen. Naja, ich hatte es eilig. hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ja. Wir sollten langsam ran. Ja, wie jetzt? Ach toll, ja, so komische Wachen kommen, die töten wir jetzt so mit Angriffen. Ward sollte zumindest irgendwas drawnen von denen. Was kann von dem drawnen? Ja, wie grad? Draw mal bitte, Ward. Wieso kann der nicht drawnen, dieser komische Typ? Das kann's ja nicht sein. Ward, du bist sowas von unfähig. Oh, Schrotflinte. Nein. Oh, 66 Schaden. Wow, er schafft es zu drawn. 0 Einheiten gedrawnt wahrscheinlich. Wow, 1. Ich bin begeistert. Also da brauche ich gar nicht koppeln. Da bekommt er 3 HP mehr wahrscheinlich übrigens sowas. Naja. Juhu! Potion! Pandemona beherrscht nun Saugen. Oh. Was war das? Wir speichern lieber erstmal. Um nicht ganz von der Spur abzukommen. Und zwar im nächsten Slot. Gut. Nein, wollte ich gar nicht. Was ist das denn? Eigentlich Dinge. Nee, bloß wegbleiben, komm. Ich wollte eigentlich hier den Drawpunkt zuerst holen. Doppel! Ja, Doppel, komm, Kiros ist gekoppelt, der soll Doppel ziehen. Wo geht's dahin? Mist, ich krieg sie nicht auf. Na gut, dann müssen wir ja wohl doch mit diesem seltsamen Ding fahren. Komm, hinsetzen. Fropf! Ja, es fährt jetzt mit uns da nach oben, das ist eh klar. Hey! Jetzt ist der eine Typ auch einmal wieder gekommen.
Ach, wie süß. Flair. Ja, komm, zur Laguna ziehen. Und rein da. Bin ich ja gespannt, wo wir da hinkommen. Oh. Hui. Ja. Angriff. Ja. Bester Soldaten, verteidigt das, wofür ihr angestellt seid. Hey. Yo. Der sieht stärker aus. Ah, die sehen beide stärker aus. Sie sehen aber nur so aus. So, Ward sollte mal wieder versuchen zu... Alter. Ja, lass doch die Schrotflinte kommen. Ward, draw doch mal bitte. Na ja, toll. Na ja, toll. Da ja, brauchst du gar nichts drawen. Das sind die Schwachen, die nicht mal Vitra zu drawen haben. Mensch. Ja, Ward hat sogar seinen richtig miserablen Angriff. Das darf wohl nicht wahr sein. Er ist echt voll umsonst. Alter Ward, du bist so ein Idiot. Wow. Ja, das Problem ist nur, dass Ward wirklich keine Zauber hat. Aber Moment mal, ich könnte eins machen. Ja, ich bin ja eigentlich doof. Ich könnte ja den Backup... Also ich habe einen... Wow. Einen Typen, der die Backup-Zauber hält. Und die werde ich dann... Ja, ausrüsten, glaube ich. Ja, doch. Dann habe ich zumindest ein bisschen was zum Koppeln. Da ist Ward nicht ganz so schlecht dran. Stirb! Ja. Mit 95 Schaden macht man zwar nicht den finalen Angriff, aber naja, man kann es zumindest probieren. Hey, haha. Oh, und ist tot. Super. Menü. Zauber. Ward. Wer soll Zauber empfangen? Natürlich hier Ward. Geben, nicht Lagun. Alter, nee, komm. Ach, super. Truppe. Okay, geht nicht. Na, schade. Schade, schade, aber ist wohl so. Ja, muss dem Wort leider ohne Auskommen. Hilft ja alles nichts. Was ist das? Drück drauf. Befehl verweigert. Piep. Fehler. Fehler. Hast du überhaupt einen Plan? Nö. Gucken wir mal bei dem Fenster raus. Das ist mein Plan. Da ist Elion. Elion. Scheiße, sie hört mich nicht. Ja, wenn du Scheiße sagst, ist ja im Prinzip schon mal gar nicht gut für ein kleines Kind. Aber ich würde mal sagen, nachdem wir... Huch. Piep, 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 piep. Ach ja. Schloss entriegelt. Gut. Ja. Das wäre jetzt ja prinzipiell zielführend. Runtergehen. Mit diesem äußerst interessanten Wort. Das dachte ich mir schon, Wort macht hier ein Nickerchen. Super. Na, wir sprechen jetzt nicht, komm. Lass sie nicht so lange warten. Und rein da. Elion. Elion. Onkel Laguna. Ich hab dir versprochen, dich retten zu kommen, oder? Auch wenn ich ein bisschen spät war. Ja. Das stimmt. Hast du gut gemacht, Laguna. Squall scheint auch wieder zu sich gekommen zu sein. Hey, da kommt was!
Ach ja. Die Hexe Idea? Ja, führen Sie uns zu Professor Odine. Erzählen Sie uns zuerst, was Sie hier wollen. Gut. Ich will Elion sehen. Wo ist sie? Elion? Langsam, Squall. Überlass das mir. Steigen Sie bitte ein. Tja. Land der Technik, Esther. Wir erreichen bald die Residenz. Derb! Ob Professor Odine auch hier ist? Deswegen bin ich hier. Ich brauche dazu Ihre Hilfe. Sie könnte mir helfen, die Hexe der Zukunft aus mir zu vertreiben. Das sei einfach, oder? Man müsste nur die beiden trennen, nicht sei dem Odine unmöglich, oder? Ich bitte Sie darum. Du willst Elion sehen? Wo ist sie? Wir müssen sie sehen. Ihr habt keine andere Wahl. Wenn nicht, werde ich... Ihr wolltet mich zur Geisel nehmen. Ihr seid des Wahnsinns. Das ist mir egal. Wo ist Elion? Man möge ihm die Erlaubnis erteilen. Odine werde ihm diese erlauben. Verstanden, okay. Es sei nur unter einer Bedingung. Odine möge dieses Mädchen beobachten. Was meint ihr? Wir müssen sowieso Vorbereitungen treffen, um Elion zu besuchen. Währenddessen dürfen wir das Mädchen beobachten. Einverstanden? Akzeptier es, Squall. Rührt sie aber bloß nicht an, okay? Ja, wo? Sie können sich das Land anschauen. Die Vorbereitungen müssen zu Ende sein. Gehen Sie bitte zum Lunar Gate, östlich der Stadt. Nach der Herrschaft der Hexe haben wir 17 Jahre lang versucht, die Harmonie zwischen Menschen und Technik zu erhalten. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier wohl. Naja, nicht wirklich. Alles so merkwürdig hier. Also wie, sie muss zu Lunas Gate? Das Mädchen bringen wir dorthin. Machen Sie sich bitte keine Gedanken. Gehen Sie zum Lunar Gate. Jawohl. Wo geht's jetzt hier hin? Ach ja, Fahrzeuge. Ja, wir wollen die Residenz verlassen. Danke. Wow. Na toll. Ich weiß nicht, ich mag die Stadt irgendwie überhaupt nicht. Aber Moment mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, das dachte ich mir fast. Wer hat die jetzt gekoppelt? Irvine? Quistis? Renoa? Selfie hat es gekoppelt. Genau. Habe ich fast befürchtet. So. Idea.
Zauber, nee, komm, optimal nach HP. Zauber, GF und Draw natürlich. Wünschelrute braucht man. Körper plus 40. Magie plus 20. Gut. Na, ist ja fast wieder alles beim Alten. Gut. Ja. Und werden wir mal gucken, dass wir hier aus der Stadt rauskommen irgendwie. Ah, das ist ein Drawpunkt. Drawpunkt, hey. Eis. Eis. Das ist nicht dein Ernst, oder? Alter, nee, komm, bitte. Ich zieh doch kein Eis. Hallo? Wo sind wir denn? Ja, wo geht's hier hin? Einkaufszentrum, innere Straßen, nicht einsteigen. Ach komm, gehen wir zu Fuß. Hm. Ja, ich weiß nicht, was ich von dieser Stadt halten sollte. Esther, Stadt der Technik. Ja, sehen wir uns einfach mal um. Vielleicht finden wir irgendwo was Interessantes. Weil bezweifle ich zwar, aber naja. Mal gucken. Naja, hier kann man wohl nicht drauf. Ach ja. Das sieht mir jetzt wie das Einkaufszentrum aus. Willst du... Alter... Ach, hey. Tierhändler? Clouds Laden, Itemhändler. Johnnys Laden, Itemhändler. Don Juans Laden, Schrotthändler. Schrotthändler. Heute Schlussverkauf. Total irre, Alter. Ich sage jetzt nichts dazu. Wie cool, ich kann umbauen. Was haben wir denn gerade? Ja. Super. Excel, können wir nichts machen. Irvine auch nicht. Quistis könnten wir hier das machen. Rinoa. Gar nichts. Okay, na gut. Ja, Exit, danke. Wow, ich bin begeistert. Auf. Nein. Ja. Ich wollte da, das war ein Versehen, dass ich da dagegen geknallt bin. Tut mir echt leid. Tornado. Ja, komm, lass Max einziehen. Super. Hm. Wo geht's hier hin? Magielabor, nicht einsteigen. Ne, jetzt gucken wir mal darunter. Ja, ich sehe die Stadt, das ist schön. Es ist wirklich eine gigantische Stadt. Das stimmt, ja. Warum er das jetzt ausgerechnet hier gemacht hat, weiß ich zwar auch nicht, aber naja. Was ist das hier? Piep. Willkommen, Sie können uns den Wagen für 3500 Gil mieten. Ach komm, das lassen wir. Ich will da so raus. Kann ich da so auch raus? Ja, mach mal. Ach ja. Sehr cool. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Ah, sieht so aus, als wo wir genau dahin kommen, wo ich hin wollte. Esther. Alter, ist diese Stadt riesig. Ja. Hört jetzt die Frage, komme ich da jetzt auch irgendwie raus? Oh. Juhu, Kampf und so. Hat mal wieder etwas drawn. Schauen wir mal, was hier für Gegner sind. Was ist... Ja, die kennt man ja überhaupt nicht, die Gegner. Nee, noch nie gesehen, diese Gegner. Also echt nicht.
Ah, guck mal, was kann man denn drauen? Feuerer, schön. Warum nicht, ne? Machen wir 5 Draurunden. Obwohl Xell könnte sie. Ne, wer könnte sie einschliefern? Idee. Ach ja. Komm, greif mal an. Ach ja, Squall hat eine neue Waffe, wie man sieht. Schön, ne? Ja, so viel zum Thema Einschläfern. Das funktioniert alles sehr gut in letzter Zeit. Ach ja, klar, das ist jetzt natürlich nicht mehr gekoppelt wahrscheinlich, oder? Okay, Squall ist voll. Zaubermäßig. Gut zu wissen. Und Idea natürlich noch nicht. Ah, jetzt schläft's. Interessant. Na ja, gut. Das Problem ist wirklich, das Drone zahlt sich hier jetzt gar nicht aus. Ein AP ist auch nicht so toll, aber ja. Da.